In Scharen kommen die Männer am Bahnhof Gossau an. Für sie heisst es in den nächsten Wochen stillgestanden, daher und Achtung. Einer davon ist der Beat Rues. Er ist 21 und kommt aus Ricken. Zwar ist er nicht Feuer und Flamme für die RS, trotzdem startet er neugierig in die nächsten 21 Wochen. Ich denke, es wird sicher eine coole Erfahrung. Und mal schauen auf Kameradschaft, neue Kameradschaft und auch ein anderes Leben. Schon in den Kasernen ist Fabrice Merz. Vor 14 Wochen ist er zum ersten Mal eingerückt. Heute steht er zum ersten Mal als Gruppenführer vor den neuen Rekruten. Für ihn war von Anfang an klar, dass er im Militär weitermacht. Es ist sicher auch eine Erfahrung, oder? Zum Beispiel tut man Leute kennenlernen. Man lernt sich vor allem auch selber kennen. Und es ist immer schön, so die persönlichen Leistungsgrenzen oder so zu gehen. Und Leute motivieren, ein Vorbild zu sein. Nach den letzten Vorbereitungen gilt es ernst. Die neuen Rekruten kommen in den Kasernen an. Darunter auch der Beat Rues. Er hat sein Gepäck gefasst, fingert es jetzt auf durch alle Kontrollen. So wird geschaut, ob jemand Sprengstoff oder Waffen dabei hat, ob auch wirklich die richtige Person einrückt und dass der Rekrut am richtigen Ort landet. Grüezi. Sie zucken alle? Ja. Genau, gut, schauen Sie da. Wenn Sie unsere Radkenntnisse lernen Sie die jetzt, wenn Sie bis heute Abend können. Gut. Jetzt sind hier Zuckernale, ist links begrenzt bei der Steckdose. Ja. Tun Sie hier aufschliessen und setzen Sie auf Ihr Gepäck drauf. Es kommen noch mehr Leute. Gut. Total werden heute rund 150 Rekruten in der Kaserne Neuchle begrüßt. Bis alle angekommen sind, bleibt Zeit zum Warten. Zeit, wo an Beat Rues viel durch den Kopf geht. Dass jetzt 21 Wochen so wird bleiben, oder ja, so in dieser Gruppe, in diesem Team. Ja, das ist eine ganz andere, also eine ganze Umgewöhnung vom zivilen Leben jetzt in das Leben. Wie das kommt. Der 21-Jährige schaut dem Ganzen aber neutral entgegen. Er freut sich, dass es jetzt losgeht. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Ostschweiz, wünsche Ihnen aus ganzem Herzen einen guten Start und viel Erfolg. Zum Schluss vom Tag 1 gibt es noch ein Erinnerungsfoto, das, wo man am Ende der RS dann drüber schmunzelt. Nicht mal 24 Stunden später ist der Beat Rues eingekleidet und hat zum ersten Mal ein Gewehr in der Hand. Das zeigen wir Ihnen morgen in der nächsten Folge.